Du hast gesagt, dass sich diese Traumata praktisch auf Zellebene manifestieren sogar. Kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen, wie das funktioniert, dass sie dann auf einmal frei sind? Ja, also ich habe ja das Beispiel gebracht von diesem Jungen, der in dem Moment dieses Erlebnis hat in dem Klassenzimmer, was einfach wirklich zu viel ist. Und in dem Moment passiert sowas wie so eine Vereisung, wie ein Shutdown. Wir Menschen haben ja bestimmte Strategien, wie wir auf Traumata reagieren. Und eine Möglichkeit ist diese Vereisung. Dann wird praktisch im chemischen Prozess das ganze Trauma abgespeichert und als Erinnerung ist immer, wenn man sich einer ähnlichen Situation nähert, hoppla, da war was, bitte alle Abwehrstrategien, alles an. Ja, und das Abwehrsystem läuft, um das nicht nochmal zu erleben. Jetzt ist durch die Situation am Lagerfeuer, ist es so, dass praktisch aufgerufen wird, dass sich alle Zellen, alle Erinnerungen zu diesem Thema lösen darf. Ja, wir haben einen Raum geschaffen, in dem wir vorher die Quelle erlebt haben, in dem wir die wirkliche Weite erlebt haben, dass jetzt an dem Lagerfeuer, das auch ein Feuer des bedingungslosen Friedens ist, der bedingungslosen Liebe, dass an diesem Feuer die Möglichkeit besteht, dass sich überhaupt so viel Raum bildet, dass ich das aus den Zellen lösen darf. Und da löst sich eben genau das an Emotionalität, was chemisch wirklich abgespeichert wurde und festgehalten wurde. Und diese Lösung, die ist dieses Ausleeren. Brandon Bass nennt es Empty Out. Das heißt, es ist ein völliges Leeren dessen, was sich in der Zelle angespeichert hat zu diesem Thema. Und wenn das ganz geleert ist, dann hat die Zelle dann durch die Vergebung praktisch die Möglichkeit der Neuprogrammierung. Und die Vergebung ist das, was neu programmiert wird. Das ist das, was dann Frieden ist, was dann ein Anerkennen ist der Situation, was dann die Liebe ist, was wirklich eine neue Sicht, eine neue Möglichkeit zu dieser Thematik ist. Und das wird neu in den Zellen verankert, sodass dann in dem Moment Frieden sein kann und die Zelle hat wieder die Möglichkeit, ihrem wahren Sinn nachzugeben, sich nämlich zum Beispiel zu vermehren oder sich zu teilen mit dem eigentlichen Sinn, den sie hatte. Also hat es jetzt zum Beispiel dann zu einer Gesundheitsstörung geführt, dann kann, weiß nicht, wenn derjenige vielleicht dann später ein Magengeschwür hat oder so, dann muss jetzt nicht mehr immer weiter Entzündung des Magens weiter transportiert werden, sondern dann kann einfach die normale Schleimhauterneuerung stattfinden, ohne jegliche Störung, die vorher war. Sprich, die Journey, kannst du sagen, einen bestimmten Menschentyp an, also zum Beispiel jemand, der auch viel Fantasie hat, oder? Ich würde es nicht so eingrenzen. Also natürlich haben Menschen, die einen starken visuellen Charakter haben, haben es leicht, all diese Bilder zu sehen. Aber ich habe auch schon mit einem Kind gesehen, das hat immer zu mir gesagt, ich sehe das alles nicht, Friederike. Und dann habe ich gesagt, okay, dann konnte ich aber diese Bilder sehen. Sie hat mir das so gut beschrieben. Sie hat gesagt, da ist irgendwie ein Tunnel und so. Und dann habe ich gefragt, sieht der Tunnel so und so aus? Fühl mal mit den Händen, wie fühlt er sich an, der Tunnel? Und dann konnte sie mir alles so gut beschreiben und ich habe ihr wiederum die Bilder geben können und wir haben so abgeglichen. Ist es so und so? So und so ist es. Bis es für sie so komplett war, dass sie eben auch zum Beispiel durch diesen Tunnel dann einfach durch konnte und dann hat sie eine Befreiung gefühlt und hat aber jetzt nicht eine bestimmte Farbigkeit oder irgendwas gesehen, sondern sie hat es einfach gefühlt. Und insofern spricht es einen Menschen, der es fühlen oder empfinden kann, ganz genauso an. Spricht es mehr Frauen an oder ist das, kannst du das nicht sagen? Ich freue mich, dass es mehr und mehr Männer anspricht, weil diese Vernetzung von Verstand und Gefühl so wichtig ist und weil sie so wunderschön ist zu erleben. Und ja, also am einfachsten spricht es vielleicht jemanden an, der ganz stark den Zugang zum Gefühl hat, aber andererseits ist derjenige, der sehr verstandesbetont ist, hat unglaubliche Sehnsucht nach seinem Gefühl. Der wird es auch gern mal fühlen. Und da ist die Journey eine wunderbare Methode, um mit dem Verstand in Kontakt zu sein, mit ihm zu sein und trotzdem ein Gefühl und eine Empfindung dazu zu haben. Ich finde eigentlich nicht, dass es besondere Menschentypen besonders anspricht oder manche ausgrenzt. Die Methode kann schon eigentlich
jeden ansprechen. Also der danach fragt, der ist angesprochen. So rum würde ich es ausdrücken, ja. Wer darf die anwenden? Also anwenden und ausüben dürfen es die, die ausgebildet sind, die als Journey Practitioner ausgebildet sind und oder eben auf den Seminaren, wo mit im geschützten Rahmen von all den ausgebildeten Journey-Therapeuten, von denen, die die Journey leiten, von Brandon, wird dann praktisch in diesem geschützten Rahmen die Journey ausgetauscht zwischen Teilnehmern, aber eben mit der Unterstützung. Aber ansonsten eben die Journey-Practitioner. Ich möchte trotzdem nochmal ein bisschen provokanten Satz aussprechen, den ich also öfters von einem spirituellen Meister gehört hat, der sagt immer wieder, jede Methode ist Aufschub. Was kannst du dazu sagen? Ja, ich sage eher, jede Methode ist eine Hilfe, um ein Stück weiter zu gehen, eine Gehhilfe, eine Krücke vielleicht. Und natürlich sind wir, wenn wir angekommen sind, brauchen wir keinerlei Methoden und Krücken mehr. Aber ich muss ganz ehrlich selbst gestehen, ich war im Mai, dann nach dem Rainbow Spirit war ich krank und ich habe auch Hilfe gebraucht. Und wenn wir dann Methoden haben, die uns schneller wieder zu unserer wirklichen Mitte führen und uns wieder mit uns in Anschluss kommen lassen, dann bin ich einfach dankbar für die Methode. Und es stimmt natürlich auch, wenn ich angekommen bin, wenn ich in meiner Ruhe bin, wenn ich in dem Frieden bin, dann brauche ich natürlich keine Methoden mehr. Aber ich finde es, wie Brandon es sagt, unglaublich demütig und schön. Sie sagt, es ist auch eine Hilfe zur Selbstreinigung. Und wenn man das macht wie Duschen morgens oder wie Zähne putzen, dann ist es einfach was einem hilft, ständig klar zu bleiben. Und das ist eher mein Weg. Ich habe nie das Gefühl, dass ich schon wirklich ganz angekommen bin, sondern es ist so. Und mal bin ich angekommen und mal bin ich wieder auf der Suche. Das heißt, du machst es für dich alleine selbst auch? Ich mache es für mich alleine auch und ich lasse mich am allerliebsten durchführen von Kollegen, von anderen Menschen, manchmal auch von meiner Tochter, die das schon sehr schön macht, mit ganz viel Liebe. Und wenn ich es brauche, dann brauche ich eine Journey, klar. Und ich bin froh, dass ich diese Methode auch für mich habe und mich immer wieder reinigen und klären kann. Und die Hilfe desjenigen, wie du jetzt sagst, der das macht oder die das macht, besteht darin, bestimmte Fragen zu stellen, oder? Ja, also es gibt, die Journey hat eine bestimmte Struktur, das heißt, wie wir durch diese Gefühlsschichten durchgehen, ist eine Struktur, wie wir in diese Trance hineinführen, wie wir diese Entspannung herbeiführen, wie wir die Weitung des Bewusstseins zu diesem Erleben herbeiführen, hat eine bestimmte Struktur, die einfach auch gegeben ist, um uns darin zurechtzufinden. Um uns auch, der Klient hat es auch, um sich sicher zu fühlen. Ja. Und wenn du das für dich selber anwendest, gehst du diese Struktur für dich irgendwie im Geiste durch, oder? Ja. Und es funktioniert ganz gut. Also gerade wenn man es oft geübt hat, auch die Klienten, die kommen, die es oft erlebt haben, die können diese Struktur, auch durch diese Schichten zu gehen und in die Quelle zu gehen, einfach dann schon mehr für sich in Anspruch nehmen. Es ist geübt. Man kann es üben wie eine Meditation auch. Ja. Aber Routine soll es wahrscheinlich nicht werden, oder? Warum nicht? Ja, weil, ich weiß nicht, weil man dann, bei Routine stelle ich mir vor, ist man nicht mehr wirklich selber beteiligt. Das ist nur was, was so abläuft und vielleicht denkt man dabei an was anderes oder so. Wenn man Routine so versteht, ja, aber wenn man Routine so versteht wie ein Ritual, wie etwas, was man immer wieder macht, um es zu vertiefen, dann würde ich sagen, soll man es ruhig machen, aber vielleicht ersetzen wir das Wort Routine durch Ritual, dann wäre ich damit zufriedener. Mhm. Ja. Also als Ritual immer. Möchtest du noch über einen bestimmten Aspekt darüber sprechen? Als Ritual das zu nehmen? Nee, überhaupt. Überhaupt. Also was mich so besonders auch packt an der Journey, ist, dass sie auf alle Lebensbereiche anwendbar ist. Dass ich, egal ob ich jetzt privat in Partnerschaften, ob ich zu mir ganz persönlich oder ob ich geschäftlich Themen habe, die mich wirklich drängen, die ich wirklich bearbeiten möchte, es ist
alles möglich zu bearbeiten, also auch wenn ich geschäftliche Themen habe, weil ja zu jedem Thema, was ich im Leben habe, ich eigentlich auch eine Empfindung habe. Und über diese Empfindung, über diese Emotion, die an dieses Thema drangehaftet ist, komme ich auch zu dem Ursprung und kann zu der Lösung gelangen. Und da ist die Journey für mich ein Feld, was eigentlich keine Begrenzung hat, was sich jetzt auch zeigt, weil die Journey selbst als Organisation jetzt auch mehr in den Bereich unternehmerisches Handeln geht. Und das finde ich total spannend, weil wenn wir lernen, auch unternehmerisch, auch in dem Bereich des Wirtschaftens, so miteinander umzugehen und von Herzen miteinander umzugehen, kommen wir wie in eine andere Qualität. Wir können auch ein Stück weit die Welt erlösen, wir können die Erde erlösen, weil wir anders handeln, wir sind anders verbunden, wir sind immer mit uns in Kontakt und wir sind mit unserer eigenen Verantwortung in Kontakt. Und eins hat die Journey wirklich gemacht, sie hat mich gelehrt, dass ich 100% für mich verantwortlich bin. Für alles das, was ich tue, und zwar in allen Lebensbereichen. Ob ich mit Tieren umgehe, ob ich mit der Erde umgehe, ob ich mich ernähre und wie ich mich ernähre oder ob ich wirtschaftlich handle und wie ich wirtschaftlich handle. Es ist wirklich alles meine Verantwortung. Es ist meine freie Entscheidung, wie ich es tue. Und das finde ich so wunderbar. Es hat keine Begrenzung. Wir können diese Art, mit uns und mit anderen Menschen umzugehen, in jedem Bereich anwenden. Wenn du sagst, dass du die Verantwortung hast, wer meinst du mit du, also ich? Ist das die Person? Sind das die Gedanken, die Gefühle, die Wahrnehmungen? Was ist das genau? Im schönsten Fall ist es, wenn ich ganz bin, wenn ich alle diese Wahrnehmung, Gefühl, Gedanken integriert habe, wenn ich mich eins fühle, bin ich ich. Und trotzdem bin es sowieso ich, also selbst wenn sich mal ein Anteil von mir nach außen begibt und ist irgendwo anders, dann ist es meine Verantwortung, diesen Anteil wieder zu mir zurückzuholen und wieder ganzheitlich zu handeln in Bezug zu dem Bereich, mit dem ich gerade in Kontakt bin. Hat jemand die Wahl, die Journey zu machen oder nicht zu machen? Ja, natürlich. Jeder hat wirklich die freie Wahl, die Journey zu machen, nicht zu machen. Was mir sehr entspricht, ist, dass es eine klientenzentrierte Methode ist. Das heißt, ich sage niemandem, du müsstest mal eine Journey machen oder für dich wäre das gut, meine Journey zu machen, sondern ich bin einfach mit den Menschen und wenn die Frage kommt, wenn die Frage an mich herangetragen wird, ich glaube, ich möchte das erleben, dann bin ich bereit, den Raum zu öffnen, dann begleite ich. Aber jeder Mensch hat die Freiheit, seinen Weg zu gehen. Und wenn er die Methode The Journey wählt, wenn er den Weg, das ist eigentlich ein Lebensweg, wenn er diesen Lebensweg The Journey wählt, dann wählt er diesen Weg und findet genügend Begleiter. Weil es gibt mittlerweile so viele ausgebildete Menschen und auf der ganzen Welt haben zigtausende diese Methode gelernt, also nicht als Practitioner gelernt, aber in diesen Grundseminaren gelernt. Und es finden ganz viele Austauschabende statt, es finden Informationsabende statt und man kann den Weg zur Journey ganz frei finden. Und wenn es einen interessiert, findet man ihn und geht diesen Weg und sonst geht man andere Wege und die sind auch okay. Kannst du ein Beispiel dafür geben, jetzt für eine Fragestellung im Bereich eben Wirtschaft? Weil ich kann mir das nicht vorstellen irgendwie. Ja, gerne. Also es ist ja so, dass wir auch im gesamten wirtschaftlichen Bereich sehr viel mit Kommunikation zu tun haben, mit dem, wie wir zwischenmenschlich miteinander umgehen. Und wenn Kommunikation gestört ist, dann können Bereiche gestört werden, wie der finanzielle Bereich. Zum Beispiel ist der finanzielle Austausch nicht wirklich gewährleistet. Man erbringt die Arbeit und die wird auch geschätzt und man wird gelobt und so weiter. Aber die Rechnungen werden zum Beispiel nicht bezahlt. Ja? Die Außenstände sind einfach immer höher als eigentlich der Einsatz von Energie ist und auch wie es gelobt wird. Ja? Das ist alles in Ordnung, nur die Rechnungsbezahlung. Und jetzt kann ich die Thematik dieser Außenstände kann ich darüber anfangen zu arbeiten. Das heißt, dazu gibt es eine Empfindung, weil derjenige guckt dann vielleicht seinen Kontoauszug an und vielleicht gibt es dazu zum Beispiel die Empfindung, ungerecht behandelt zu sein.
Weil wenn ja alles stimmt und wenn der Energieeinsatz stimmt, wenn das Produkt stimmt, wenn die Beratung stimmt, aber der Energiefluss kommt nicht da, dann ist ja das Gefühl, okay, ich habe ganz viel gegeben, aber wo ist der Austausch? Ja? Und dazu könnte jetzt zum Beispiel die Empfindung, sich ungerecht behandelt, aufkommen. Und dieser Empfindung kann man nachgehen, man kann dieser Thematik nachgehen, man kann schauen, wo ist die Verankerung dazu? Und wie kann man das freisetzen? Wie kann man dieses Potenzial so freisetzen, dass der Energieaustausch zu diesem Einsatz von Potenzial und dem, was der andere bekommt und dann dem Rückfluss, wie kann man dem zum Kreislauf verhelfen, dass es wirklich fließen darf? Und dann gibt es andere Thematiken wie, dass man mit Menschen arbeitet, dass man Menschen angestellt hat, dass man eben Chef, Führungskraft ist. Und es passieren Kündigungen oder es passieren, dass sich ein Teil der Belegschaft gegen einen wendet. Also es hat auch wiederum mit Kommunikation zu tun. Und ich sage, ich komme aus dem Bereich Kommunikation, dass letztendlich alles mit Kommunikation zu tun hat. Und wir kennen ja dieses wunderschöne Eisbergmodell, was schon so unglaublich alt ist. Und die Kommunikation, die durch unseren Mund stattfindet, ist auf dieser ganz oberen Ebene und dann ist dieser große, große verborgene Teil. Und wenn in diesem verborgenen Teil, was nicht wirklich verbunden ist mit dem, was ich raussetze, und da ist vielleicht ein Satz wie, ich bin nicht gut genug, der ist tief verankert, den trage ich als schon seit klein auf mit mir rum. Dieser Satz macht, dass wie so ein Filter dazwischen gesetzt wird, nach oben hin, sodass alles, was ich aussende auf dieser kleinen, bewussten Ebene, wie gefiltert wird und nicht wirklich durchdringt zu dem anderen. Und der andere reagiert einfach nicht. In dem Fall, indem er die Rechnung nicht zahlt oder in dem Fall, indem er kündigt oder sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben oder du bist kein guter Chef oder du bist nicht kompetent. Und indem man jetzt eine Innenschau macht und bis zu dieser Auflösung dieses Satzes, ich bin nicht gut genug, kommt, kann man das Potenzial freisetzen und derjenige kann seine Aufgabe wirklich aus einer befreiten Haltung machen. Und jetzt nochmal von dem Eisberg gesprochen, je mehr Innenschau ich mache und je bewusster ich mich dieses ganzen Teils da unten werde, desto mehr kann ich natürlich aus der ganzen Kraft arbeiten und kann freier werden. Und das kann ich wirtschaftlich umsetzen, weil wenn ich meine Lebensaufgabe, die ich habe, wirklich mit meinem ganzen Potenzial umsetze, dann funktioniert auch die Kommunikation zu dem anderen. Seines Mitarbeiters, seines Kunden, seines Klienten. Die Kommunikation ist einfach wirklich getragen von dem ganzen Sein. Und da frage ich immer, wie schön ist es, wenn ich jemandem begegne und habe das Gefühl, ich darf ihm ganz begegnen. Da fällt es mir auch nicht schwer zu zahlen, wenn ich im Restaurant sitze und habe eine wirklich freundliche Bedienung. Ich bezahle so gerne und ich gebe auch gerne noch ein gutes Trinkgeld. Das heißt, sofort funktioniert der Energieaustausch in dem Moment. Also auch wenn es eine Firma betrifft, betrifft es dann im Grunde den Einzelnen. Ne? Also es ist nicht so, dass man praktisch mit einer ganzen Firma Therapie macht, sondern praktisch nur mit den einzelnen Leuten. Man arbeitet mit den einzelnen Leuten und man arbeitet aber zum Beispiel auch mit dem Bewusstsein einer Firma. Ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Unternehmen, mit der Unternehmensführung arbeiten und ich kann durchaus auch, die Firma hat ja auch ein bestimmtes Bewusstsein. Ja, und ich kann auch denjenigen in Kontakt gehen lassen, zum Beispiel, wenn es wichtig ist am Lagerfeuer, dass er Kontakt dazu aufnimmt, zu dem Bewusstsein seiner Aufgabe, zu dem Bewusstsein seines Unternehmens. Ja, und er kann damit in Kommunikation treten. Und wenn da wichtig ist, eine Frage zu lösen, dann ist es wichtig. Und dann wird es sich auch zeigen in der Journey. Insgesamt ist es ja so bei der Journey, dass ich als Begleiter nicht weiß, was das Problem ist und ich löse da auch nichts und ich kreiere auch nicht bestimmte Bilder am Lagerfeuer, sondern es ergibt sich durch die Fragestellung desjenigen, der die Fragen stellt und jetzt das Problem hat. Das heißt, er gebiert auch das, was sich am Lagerfeuer zeigt. Was für einen Einfluss hat das, wie du drauf bist, also wenn du eine Journey als Begleiter machst? Also wir als Begleiter oder als Practitioner arbeiten aus dieser Quelle heraus. Das heißt, wir bringen uns auch in den Zustand, wirklich mit uns in dem Moment integriert zu sein und ganz zu sein
um dem anderen eben genau das zu bieten, dass er ganz uns begegnen darf und sich selbst damit ganz begegnen darf. Das ist die Voraussetzung, um diese Arbeit wirklich, wirklich machen zu können. Sich als Raum ganz zur Verfügung zu stellen. Ja. Das heißt, irgendwelche Gefühlsschwankungen oder Gemütsschwankungen haben keinen Einfluss? Also die können durchaus passieren, aber was wichtig ist, ist in dem Moment wach zu sein, zu dem, was im Moment gerade an Gefühl da ist, und wach zu sein zu dem, wie es sich auch in mir selbst in dem Moment wieder auflösen kann und wieder in diesen Raum der Quelle hineinzugehen. Natürlich kann es passieren, dass Themen, die da angesprochen werden, auch mich ansprechen. Und es ist meine Wachsamkeit, aber das ist bei jedem Therapeuten so, dass er aufgerufen ist, sich selbst immer zu klären, Selbsthygiene zu leisten, währenddessen er den anderen durchführt. Das heißt, und ansonsten Supervision zu nehmen. Mhm. Wollte ich gerade sagen. Das kann dir also passieren, dass du nach einer Journey selber eine machen musst? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Aber das kann in jeder Arbeit passieren und das ist auch das Wichtige, dass wir da genügend andere Kollegen und andere Journey Practitioner haben, mit denen wir das sofort durchsprechen können, am Telefon oder auch persönlich. Ja. Aber das halte ich sowieso für jede therapeutische und begleitende Arbeit für notwendig. Eigentlich für jede Arbeit mit Menschen, dass wir die Möglichkeit zur Supervision und Intervision haben. Ja. Was heißt Intervision? Das ist, wenn Therapeuten sich gegenseitig austauschen und gegenseitig ihre Fälle und ihre Resonanzen in den Fällen besprechen und lösen. Nochmal die Frage, gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest? Vielleicht ganz persönlich, wie sehr mir die Journey erlaubt hat, mich zu leben und mit den Wünschen, die ich habe, wirklich zu gehen. Und ich erinnere mich an das allererste Seminar, wo ich als Brandon hier nach Deutschland kam, es war auch ihr erstes in Deutschland bei München. Und ich saß am Abend in der Integration ganz am Ende und sagte, mein tiefster Herzenswunsch ist wirklich, mit der Journey zu gehen, die Journey zu geben, mit der Journey zu leben. Und jetzt, dreieinhalb Jahre später, bin ich wirklich mit der Journey verbunden und dieser Wunsch hat sich für mich so verwirklicht, dass ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, dass ich die Journey weitergebe und dass ich die Journey, also dass ich dieses wirklich bei mir ankommen fühle, dass ich es einfach zu meinem Lebensgefühl, zu meiner Lebensqualität habe machen dürfen und dass ich es mit anderen teilen darf. Und das ist die größte Gnade, die mir in meinem Leben passiert ist. Und ich durfte ein gesundheitliches Problem lösen, was lange chronisch da war, sogar vererbt war. Und es hat sich für mich so weit aufgelöst, dass es wirklich zur Ruhe gekommen ist. Und das ist medizinisch eigentlich gar nicht möglich. Aber ich durfte das erleben. Ja. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch für das Interesse.